Hey, ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Burnout Legend, zur Fortsetzung der World Tour, wo wir beim letzten Mal ein Road Rage gefahren sind in Downtown. Da haben wir ordentlich aufgeräumt mal wieder und machen jetzt weiter mit einem nächsten Rennen, und zwar führt das wieder nach Europa, und zwar nach Harbor Town, der einzigen Burnout 1 Strecke aus in dem Spiel hier. Und zwar fahren wir hier den Eliminator, den wir schon vorher freigestellt hat. Und ja, ich würde sagen, mit dem fahren wir. Und zwar fahren wir den mit dem Muscle Collector 2. Ja, so sieht der aus. Und ich würde sagen, ja, wir können den noch nehmen, ne? Also, los geht's. Ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir kriegen das Auto wieder gestellt. Und ja, sollen. Und ja, und das. Also von irgendjemandem. Jetzt das Auto leid und wir gewinnen für ihn das Preisgeld und wir halt das Auto dafür. Genau so sieht's aus. Wir wollen Erster werden. Nu. Also ist da komisch an. Wunderbar, Mauer Takedown. Da konnte es nicht mehr widerstehen, ne? Okay, im Mittel ist er wieder letzter, der die Runde fliegt. Oh, der hat mir drauf gefahren. Okay. Ich weiß nicht, ob ich alle Burnout-Teile gespielt habe. Also, falls ihr Strecken nicht mehr kennt und noch ausführlicher sehen wollt, guck gerne an Let's Plays. In der ersten Folge ist der verlinkt. Ja, oder halt bei mir war Kanalseite in der Projekten Sicht, könnt ihr mal Burnout suchen und dann findet ihr das auch problemlos. Alle Playlisten sortiert. Da könnt ihr alle Folgen nachgucken. Alle Let's Plays in der Reihe. Wie immer, ne? Ich bin immer für Vollständigkeit. Ihr wisst es ja. Vielleicht, wenn nicht, dann der Part. Und dann wisst ihr es jetzt. Okay. So. Oh, wo ist sie denn hin? Okay. So, sieht bisher ganz gut aus. Ah, das war nicht so gut, aber naja, immerhin Checkpoint. Immerhin, ne? Oh Gott, wir drehen ganz schön ab. Vierter Platz eliminiert. Die Strecke ist irgendwie ja relativ schwer, finde ich. Die ist sehr kurvig. Die ist sehr kurvig. Okay, wie mich hier sage, gecrashed. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich bin halt gecrashed. Ich kann ja nichts für. Ich wüsste nicht, wie du da jetzt gecrashed sein soll. Ja, da bin ich jetzt reingecrashed, weil ich reingefahren bin. Ich wollte ihn erwischen, den Typen. Hab ihn noch erwischt. Ja, leider hab leider nichts gebracht, was mein Boost angeht. Oh, hab ich ja Glück gehabt. Ja, weil Burnout 1 war noch ein anderes Spiel, die ersten beiden Teile, fand ich. Ist ja wieder alte, ging so ein Mittelding. Aber der erste war wirklich noch so ein wirklich Arcade-Race, davon wegen. Wieso bin ich da jetzt wieder gecrashed, wie bin ich reingefahren? Ich hab den doch. Bin doch vorbei. Was ich sagen wollte. Ja, wo ich keinen Boost mehr habe. Es gab ja noch. Ja, Boost gab es auch schon, aber. War ein bisschen anders da noch. Das war eher wirklich ein Spielhallen-ähnliches Spiel. Mit Countdown und so wieder gecrashed, ey. Was für viele Fehler gerade. Ah, das wird ja so nix, ey. Oh, was mach ich denn hier? Okay, letzte Runde.
Oh, meine Güte. Ah! Ich hab wohl Probleme hier. 19 Sekunden bin ich vorne. Das ist ein großer Vorsprung. Hat nur nichts zu sagen, niemand weiß. Ja, wie ich nicht gecrashed hier. Okay. Ich werde den Boost rausholen können, aber wir haben genug Vorsprung, glaube ich. Es sei denn, wir machen einen Unfall dann nicht, aber... Ach, wo fahre ich denn hin? Ich gucke, diese Strecke liegt mir nicht und das Auto liegt mir auch nicht. Ist relativ anspruchsvoll, wirklich. So, bisher kam man relativ wieder gut durch hier. So. Oh, was hätte so übel ausgehen können, da gehst du mir gerade aus. So. Ah, ist ja noch keiner zu sehen. Also gewinnen wir doch. So. Okay, haben das irgendwie doch noch hingekriegt. Leppendell gewonnen. Ja, Rekord aufgestellt, der Typ beim ersten Mal. Hätte er besser sein können von der Fahrt, aber naja, es zählt, dass wir gewonnen haben. Okay, nur das Auto und zwei neue Events noch freigeschaltet. Ja, ist ja gut. 5 Tag-Towns gab es auch noch dazu. Glückwunsch! Wir haben das Auto freigeschaltet. Collector! Belohnung für Gold im Harbor Town Eliminator. Die Muzzle Collector 2. Ja, so ist aus. Okay, da gibt es noch ein paar Punkte. Leider nur 4000. Das reicht immer noch nicht für ein neues Auto. Wo ist das leider? Und Takedowns haben wir, naja, immerhin 5. Besser als nix. 89. 11 fehlen uns noch. Beim nächsten Rotate haben wir das drin. Ja, das sollte hier gewesen sein mit Burnout Legends. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke. Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, wie ihr folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, aktiv zu bleiben. Ihr könnt beitreten im Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, Mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort für alles, was Neues gibt und noch viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.